Heute ist der 17. November 2020, der Vorabend zur Abstimmung der Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes. Morgen Mittag wird im Bundestag darüber abgestimmt. Und ich wollte heute eine kleine Message auf Video aufnehmen. Für Leute, die mich kennen, wollte dazu aufrufen, sich gegen diese Abstimmung zu wehren und gegen die Einführung des neuen Gesetzes, gegen die Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes. Und ich hatte zu Hause am Computer eigentlich alles vorbereitet, hatte alles gut eingestellt. Das Mikrofon, das Bild, alles hat gepasst und ich habe noch ein bisschen gelesen. Habe versucht, mir noch ein bisschen Informationen anzulesen über die ganze Sache. Und ich habe schon gemerkt, dass ein wahnsinniges Rauschen plötzlich im Ohr aufgetreten ist. Und das Rauschen war diesmal extrem laut, extrem stark. Und das hat dazu geführt, dass ich mich überhaupt nicht konzentrieren konnte. Also dieses ganze Lesen, dieses Aufnehmen von Informationen war wahnsinnig schwer. Ich habe es fast nicht in meinen Kopf reingekriegt. Ich bin dann aufgestanden, habe mich ein bisschen bewegt in meiner Wohnung, bin in die Küche gegangen, bin ins Schlafzimmer gegangen. Dort hat es dann immer kurz aufgehört. So, das Ganze hat dann so 30 Sekunden bis zu einer Minute gehalten und dann ging das Gleiche wieder von vorne los. Das Rauschen wieder wahnsinnig in den Ohren, ja, und diese, ja, man kann nicht sagen Druck, aber deutlich eine Einwirkung auf den Kopf und begleitet von Konzentrationsstörungen. Ich habe es dann trotzdem versucht, habe mich vor den Computer gesetzt, vor die Kamera gesetzt, habe versucht, da einen Text zu formulieren, aber irgendwie wollte das nicht hinhauen. Also dieser Sprachfindungsprozess, dieser Formulierungsprozess, der hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich musste das immer wieder abbrechen. Und ich habe mich da sehr schwer getan. Und auf einmal habe ich gemerkt, hey, auf einmal ging's, ne? Und ich habe mich hinterher gewundert, wow, das war jetzt ein guter Text. Hast du gut gesprochen, so ein paar Minuten. Hat richtig gut geklappt, ne? Ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten, auch vom Kopf her, keine Konzentrationsstörungen, kein Rauschen. Als ich dann das Video angucken wollte, musste ich leider feststellen, dass überhaupt nicht aufgenommen wurde. Also die Software hat irgendwie eine 0-Byte-Datei ausgespuckt, das heißt eine leere Datei, die ich nicht abspielen konnte und auch nicht öffnen konnte. Und ja, ich dachte mir dann, okay, fährst du den Computer mal runter und fährst wieder hoch und dann manchmal klappt es dann ja wieder, manchmal kommen die Sachen dann wieder. Was dann passiert ist, war Folgendes. Ich wollte den Computer wieder anmachen, nachdem ich ihn runtergefahren habe. Und ich musste dann feststellen, dass mein Passwort nicht mehr funktioniert. Ich habe es natürlich mehrmals probiert, auch verschiedene Varianten probiert, aber ich kenne mein Passwort. Ich benutze es seit Monaten immer das Gleiche auf diesem Rechner. Jetzt muss ich dazu sagen, mit diesem Rechner, mit dieser Software, mit diesem Betriebssystem und mit dieser Festplatte war ich noch nie im Internet. Das heißt, diese Festplatte hat noch nie ein Internet gesehen, war noch nie online. Ich habe immer nur offline gearbeitet, genau aus diesem Grund, weil ich wusste, wie manipuliert werden kann, wie Computer manipuliert werden können, wie Schadsoftware eingebaut werden kann. Ich habe da schon einiges erlebt in die Richtung. Deswegen bin ich mit diesem Computer nie ins Internet gegangen und habe immer versucht, mir meine Dateien über Sticks und so weiter erstmal zu sichern und bin dann praktisch offline nochmal in das Betriebssystem rein und habe dann die Dateien bearbeitet. Nur diesmal haben diese Leute einen Weg gefunden, mich zu hacken, obwohl ich offline war, obwohl ich nie im Internet war. Das heißt, irgendwie, wie auch immer sie das geschafft haben, haben sie mein Passwort geändert oder ungültig gemacht und ich komme in mein Betriebssystem nicht mehr rein. Ich habe sowas Ähnliches schon mal erlebt, dass ich offline war und dann ein Vortrag von mir, eine Präsentation sozusagen, sich in Luft aufgelöst hat, im Auto, während ich im Auto saß, an meinem Laptop gearbeitet habe, hat sich die Präsentation plötzlich von selbst gelöscht. War ich auch nicht online, war ich auch nicht im Internet. Ja, und diesmal hat sich mein Betriebssystem sozusagen selbstständig gemacht. Mein Passwort wurde geändert oder was auch immer. Und die Festplatte ist für mich im Moment nicht mehr zugänglich.
Hier sehen wir meinen Laptop, mit dem ich normalerweise meine Videos erstelle. Hier angeschlossen über USB ist eine externe Festplatte. Da ist das Betriebssystem drauf. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob sich das Ding starten lässt. Ich stelle das mal so hin hier. So. Wir machen jetzt einfach mal an hier und warten, was passiert. Okay, ich muss das Passwort eingeben. Und was passiert? Er nimmt es nicht an. Ich komme in das Betriebssystem nicht rein. Ich versuche es jetzt nochmal. Ich gebe das Passwort nochmal ein. Das gleiche Passwort, mit dem ich heute Morgen mich eingeloggt habe, mit dem ich mich heute Morgen ganz normal angemeldet habe, funktioniert auf einmal nicht mehr. Auf einmal wurde es entweder geändert, oder irgendwas anderes wurde dran gemacht. Dieser Computer bzw. mit dieser Festplatte hat noch nie ein Internet gesehen. Also dieses Betriebssystem auf dieser Festplatte war immer offline, war noch nie online.